Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Das ist mein Videoblog und heute haben wir das lustig lockere Thema: Kannst du eine Freundschaft plus aushalten? Ist das richtig für dich, ne? Kann man ja mal probieren heutzutage. Sind ja alle locker, Freundschaft plus offene Beziehung. Was willst du mehr? Polyamorie, ne? Wunderbar alles. Und ja, also wenn es abgesprochen ist, ist ja auch alles gut. Und wir gehen mal rein. Kurz noch, es sind so People-Pleaser-Wochen, das heißt, bis Ende Juli gibt es den People-Pleaser-Kurs statt 79 für 59 Euro. Und meine Ausbildung ist auch geöffnet, wenn dich dafür interessierst. Und es gibt den neuen Breaking Good Kurs, nicht Breaking Bad. Ich verlinke das ja runter mal. Aber nun fangen wir mal an von Natiska. Sie schreibt: Hallo Christian, ich bin seit längerem bei der Umprogrammierung des Liebeschips und bin momentan glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Das Einzige, was mich momentan stört, ist, dass ich mich Bettsportmäßig nicht wirklich befriedigt fühle. Ich habe eine hohe Libido. Eine Beziehung wäre auch schön, muss aber nicht sein. Daher bin ich letztens auf die Idee gekommen, mich mit meinem Mann aus dem Internet zu treffen, um mal das Konzept Freundschaft Plus auszutesten. Ja, er bat mich um etwas Lockeres und ist auch nur an einer lockeren Geschichte interessiert, seitdem vor 4 Jahren das Herz von einer Frau gebrochen wurde. Da ist diese ganzen Gründe, also warum Menschen immer sagen, warum sie jetzt so sind, es gibt 1000 Möglichkeiten, auf ein Herz gebrochen zu reagieren. Ich würde auf sowas gar nichts geben, weil das ist, es hört sich jetzt so, ach, mein Herz ist gebrochen, seitdem kann ich nur noch Freundschaft Plus haben. Also es hört sich wie so ein schöner Rahmen an, dass es sich vielleicht nicht so ein bisschen, haben wir auch gestern im Video besprochen, dieser dopaminorientierte Lebensstil, Menschen konsumieren, dass es nicht so nach Menschen konsumieren anhört. Gibt so eine schöne Story drumherum. Ja, ändert aber nichts an der ganzen Sache, ne? Er bot mir an, mir die tollsten Eisdielen in seiner ganzen Stadt zu zeigen, falls ich ihn besuchen wollen würde. Schließlich wurde ein Tag unter der Woche vereinbart, es kam jedoch zum Bettsport ohne Eisdiele. Ja, Standards und Dealbreaker gibt es übrigens auch bei Freundschaft Plus Dating. Also ich würde euch grundlegend allen raten, einen Dealbreaker zu haben beim Dating. Und zwar das, wenn etwas nicht passiert, was abgesprochen wurde, egal ob das Freundschaft Plus, ob das Freundschaft Minus, ob das Bettsport Plus, Bettsport Minus, Polyamorie, Beziehungsanbahnung, ist mir scheißegal. Wenn Sachen nicht eingelöst werden, obwohl sie abgesprochen sind, auch wenn es hier um solche Banalitäten geht, würde ich das sofort beenden. Ne? Weil das zeigt einfach, dass das hört sich jetzt vielleicht streng an, jetzt sag mal, wenn man sich jetzt voneinander herfällt und deswegen, aber kann ja auch nachher in die Eisdiele gehen, ne? Also wenn jemand so Sachen dazu packt und dann aber nicht einlöst, ist es meiner Ansicht nach einfach scheiße, ist einfach Mist, ist nix, ne? Weil das tut nur weh, fühlt man sich nur benutzt und also da kann ich euch nur raten, so, ne? Der Bettsport war gut und hat mir auch wirklich gefallen, jedoch war ich und bin ich eigentlich schon immer ein Beziehungsmensch gewesen. Ich sage ja, wenn man so einen völlig robusten Liebeschip hat, es gibt auch Frauen, denen das überhaupt nichts ausmacht, so Freundschaft Plus und oder One-Nights. Freundschaft Plus ist ja auch so ein netter Begriff für, meistens geht es um One-Nights-Nights, so, ne? Also es ist noch nicht, also wo ist die Freundschaft? Also, ne? Aber es gibt Leute, die können das, ne? Aber ich würde sagen mal, für die meisten hier, also das ist keine moralische Frage. Also gerade diese Sex and Love Addict Szene in den USA, weiß ich, die propagiert Beziehungen, weil das so, sind die so moralisch hochwertig? Nee, ist einfach, weil das am wenigsten Probleme bereitet für ein Liebeschip, so, ne? Also wenn man es kann, dann kann man es, ne? Aber viele, habe sowas auch mal probiert und ich konnte es auch nicht. So, also viele nehmen dann den Mund zu voll und ist ja auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, es mal auszuprobieren, aber das ist halt immer die Sache. Ich würde sagen, mal so für die Zuschauer auf meinem Kanal ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Aber muss jeder, also ich habe da jetzt grundsätzlich überhaupt kein Problem mit, ne? Also wenn man das will. So,
also ein Beziehungsmensch gewesen, der Bachelor in einer Beziehung am schönsten findet. Er hat dreimal über Chat versichert, dass ich ohne Probleme bei ihm übernachten kann und gemütlich am nächsten Tag nach Hause fahren kann. Ah, ich finde, wenn da schon alles auch so klar ist, was passiert. Ich finde das ja irgendwie blöd, aber ja, gut. Ich meine, ist halt so sehr, sehr technisch alles, ne? Keine Ahnung. Ich bin eine Stunde zu ihm gefahren, da ich es nicht mag, direkt Männer zu mir in die Wohnung einzuladen. Aber warum nicht erstmal konventionelles Date? Warum muss es gleich, ist ja, ich finde es okay, wenn so ein, auch ein erstes Date, wenn das jetzt im Bachelor endet, aber warum nicht erstmal ein formales Date machen, um zu gucken, ob sich die Person auch ein bisschen bemüht? Warum muss gleich zu ihm, ne? Würde ich auch nicht so unbedingt empfehlen, ne? Aber ich meine, ich verstehe natürlich, dass du ihn nicht bei dir treffen willst, aber warum muss es gleich beim ersten Date so drum gehen? Ich weiß, das machen viele auf Tinder und so, also wie gesagt, das ist jetzt, ich bin nicht der Moralapostel jetzt hier, aber ja, ist vielleicht für die eigene Seele nicht immer so das Beste, so, ne? Er holte mich vom Bahnhof ab, was er mir anbot, und fuhr dann noch ein Stück weiter zu seinem Dorf. Das fand ich auch nett von ihm. Daher war ich sehr irritiert, als ich direkt nach dem Bettsport gefragt wurde, wie ich denn nun am besten nach Hause komme. Das ist für mich, ich sag's ganz ehrlich, das ist für mich Dreck. Das ist einfach dreckiges Verhalten, weißt du? Es ist so, also wenn es abgesprochen ist, ist wie gesagt alles gut, ne? Aber wenn man sagt, hey, ich habe sowas auch mal erlebt, dass ich irgendwie am anderen Ende von Deutschland war und dann so, nee, jetzt musst du auch nach Hause fahren und dachte, scheiße, wie komme ich jetzt nach Hause? Also, wie gesagt, wenn es vorher eines abgesprochen war, alles gut, ne? Aber, also, das sollte sofort bei jedem von euch sowas, egal ob ihr jetzt auf offene Beziehung steht oder so, sollte es sofort, okay, Versprechen nicht eingehalten, ist sofort raus. Sofort. Das wäre mein Rat. Das ist wirklich mein ernst gemeinter Rat an euch. Sofort, aus, vorbei. Habe ich damals auch gemacht. Ich habe gesagt, du kannst mich mal. Und war dann die Person auch so verwundert, dass ich so hart bin. Ich habe gesagt, sorry, das ist für mich Dreck und will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, sorry, also ne? Natürlich kann jetzt jeder, das kann man natürlich auch sagen, ja, was, wenn er es jetzt nicht mehr gefühlt hat, dass du bei ihm warst. Er ist auch ein freier Mensch, er kann das auch entscheiden. Ja, kann er entscheiden, aber dann kannst du auch entscheiden, dass du nichts mit ihm zu tun haben willst. Weil ich finde, es gibt ja auch noch sowas wie ich weiß, solche Sachen zählen heute nichts, aber so Gastfreundschaft. Man kann ja auch sagen, du, ich brauche so ein bisschen meinen Space, ne? Oder ich schlafe auf dem Sofa. Also, aber man kann doch so eine Zusage einhalten, oder nicht? Mein Gott, aber vielleicht bin ich einfach auch zu altmodisch für diese Welt, ich weiß nicht. Aber das ist meine Meinung, sage ich ganz ehrlich. Ne? So, also schon echt krass. Ne? Er schlug auch vor, nächstes Mal mich nicht vom Bahnhof mit dem Auto abzuholen, sondern dass ich ja vom Bahnhof mit dem Zug direkt zu seinem Dorf fahren kann. Sollst du auch noch die Kondome kaufen nächstes Mal? Oder könnt ihr euch nicht gleich im Bahnhofsklo treffen? Oder, also wie kann, also er ist, also er muss ja aber auch, ich meine, er muss nichts tun für den Bachelor, ist ja auch okay, aber er respektiert dich einfach auch nicht so als Mensch, ne? Du bist, im Grunde genommen ist es wie, wie sagte mein Coach früher immer, Glorified Masturbation. Also es ist im Grunde genommen, weiß nicht, kann sich auch einen Erwachsenenfilm angucken. Boah, das ist eigentlich so, sag ich mal, energetisch das Gleiche so, ne? Das hat mich abgeturnt, ja, das hoffe ich doch, da ich mir dachte, wenn ich schon hinfahre, kann er sich die Mühe machen, mich wenigstens abholen. Müssen wir nicht drüber reden hier, glaube ich. Er hat nach dem Bachelor anscheinend vergessen, dass er mir dreimal eine Übernachtung garantiert hat. Er hat es nicht vergessen, ist ihm einfach scheißegal. Er hat dich einfach ins Gesicht angelogen. Sagen wir nochmal, wie es ist. Ich bin ja nicht derjenige, der sowas hier schönredet. Er hat sie ins Gesicht angelogen. Ich weiß nicht, wenn das jemand anders sieht, kann das gerne hier reinschreiben, aber das ist meine Meinung. Ne? Also, ich würde keine Sekunde mehr mit diesen Menschen verbringen. So, ne? Das ist wirklich einer der einfachsten Red Flags, wenn jemand das nicht einhält, was er versprochen hat. Ne? Das ist wirklich das Einfachste, die es gibt. Man will nur immer, will es manchmal auch nicht wahrhaben. Ne? Er hat es vergessen und ja, kann man auch mal vergessen. Nee, sowas, nein, das ist, wie gesagt, das muss man auch nicht werten jetzt, sondern einfach, weiß nicht, es ist wirklich. Also ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, auch auf Freunde oder so, mit Menschen, die Verabredungen brechen ohne, also natürlich kann man sich mal schlecht fühlen oder so, verstehe ich jetzt nicht falsch, aber wenn einem jemand was zusagt, was auch einfach so eine, wie sagen die Englischen, sagen wir so eine Decency, so eine,
einfach so eine Grundanständigkeit ist, dass man so, also weiß nicht, also wenn ich einen Kumpel habe und der ist in einer anderen Stadt und ich komme dann und ich sage, kann ich mal eine Nacht bei dir schlafen, und der sagt dann, nee, ich muss die Blumen gießen oder so, ist kein Freund, sorry, das braucht man nicht, ne? So, also wir reden ja auch von Freundschaft los hier, ne? Kann mich wieder richtig aufregen, ja, alles. Ihr müsst echt wirklich alle kühler und härter werden. Wirklich, ich sag's euch. Also natürlich nicht, dass man selber sich so scheiße benimmt, aber einfach Standards und Dealbreaker, ne? Modul 1. Und wenn man es nicht kann, People-Pleaser-Kurs passt da gut zu. Oder selbst, könnt ihr auch noch einsteigen. Selbsterfahrungs-, Selbstbehauptungs-Challenge läuft noch. Oder geht auch noch hier der Liebeschip. Nee, oh Gott, ich bin... Selbstliebe-Challenge. Da muss man härter werden, ne? Ja. Manchmal braucht man ein bisschen, das geht bei mir auch so, ich muss es erstmal mal verarbeiten, denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, aber im ersten Moment ist man immer noch so, was, ich kann ja nicht übernachten, aber das könnt ihr lernen. Also ich, bei mir ist es mittlerweile so, das klickt um, das ist wie so ein Schalter umgelegt wird und ich bin eiskalt, ne? Also nicht unhöflich, aber ist klar, ne? Ja, vor allem, wenn man jemanden nicht kennt, wenn man jemanden lange kennt und er hat mal einen schlechten Tag, okay, ne, aber so, also hat er den nicht vergessen, ne. So, er hat mir angeboten, mich immerhin abends wieder nach Hause zu fahren. Ja, wie lange, meine, wer einmal lügt, meine, der, das weiß er, also weiß er jetzt schon, dass von seinen Zusicherungen nicht zu halten ist. Also, der steckt dich auch in eine Straßenbahn nachts um 3 Uhr, so, ne, also sorry. Das war zwar nett von ihm, aber fand ich sehr komisch. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, dieses Verhalten. Das ist nicht nett. Aber die Taten passten nicht zu den Dingen, die er geschrieben hat. Ja, und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ne? Wie gesagt, müssen wir nicht immer alles eine riesen Bewertung drauf machen, aber klar habe ich jetzt ein bisschen krass, wie ich das halt immer mache, kommentiert. Man muss es nicht machen. Man kann einfach sagen, ja, alles klar. Dealbreaker ausgelöst, zack, das war's. Man muss noch nicht mal diesen Bewertungsschritt machen, dass man es scheiße findet. Also, kannst du einfach lassen, ne? So, ich fühlte mich überrumpelt und verstand nicht, wieso es denn plötzlich ein Problem darstellen sollte, da er meinte, am Freitag muss er ja nicht um Punkt 7 am Laptop sitzen, nun anscheinend doch. Ja, also wir müssen das jetzt nicht weiter aufdröseln. Das, was man auch da, ich will das nicht bewerten, hat einfach, ja, dich als Wettsportobjekt benutzt, dann will ich jetzt möglichst schnell wieder loswerden, so, ne? Und wie gesagt, ich will das jetzt nicht, wenn das wirklich ordentlich abgesprochen ist, kann man selbst das, aber ob das jetzt für ein Liebeschip mal gut ist, aber gut, kann man machen, aber du bemerkst mit Recht, also wenn schon ich schon meinen Körper hierher gebe, möchte ich auch, ja, möchte ich auch gut behandelt werden und so, ne? Völlig zu Recht irgendwie, ne? Sollte es mindestens, also jetzt bei Freundschaft Plus, ein Minimum sein. Sonst ist es nicht Freundschaft Plus, sondern es ist einfach, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, es ist einfach Wettsport ohne irgendwas. Oder Freundschaft Minus, nee. Ach, ist egal, vielleicht findet ihr einen guten Begriff dafür. Also es ist einfach nur die Handlung und fertig, aber da fühlt sich mit Recht nicht wohl mit, so, ne? Im Auto kam heraus, dass eine ehemalige Freundschaft Plus bei ihm schon öfter geschlafen hat, er mit ihr auch im Urlaub war, aber generell ein ziemliches Problem mit Übernachten hat. Seit seiner Ex-Freundin. Ich heul gleich. Nein, das ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Gaslighting ist, aber das ist so ein. Er hat einfach keinen Bock drauf. Er hat keinen Bock drauf und dann. Weil meine Ex-Freundin mich im vorletzten Leben mal einmal keinen Kuchen gebacken hat, deswegen darfst du jetzt nicht bei mir übernachten, ey. Also, ist schon. Ich finde es schon ein bisschen manipulativ, so, aber vielleicht sehe ich das auch zu streng, weiß nicht. Ich könnte es ja mal in die Kommentare schreiben. Er hat einfach keinen Bock drauf, fertig. Und dann, das hat das mit seiner Ex-Freundin zu tun, gar nichts. Das ist Grundanständigkeit. Das, er hätte es ja nicht anbieten müssen. So, da vorm Matchport war es noch gut genug. Ne, das ist Grundanständigkeit, das auch einzuhalten. Aber ja, weiß ich nicht, ob das noch irgendwas zählt heute. Aber in meiner Welt müsste es was zählen, so, ne? Ganz klar. Ja. Als ich ihm die Screenshots mit der Rückversicherung zeigte, hieß es nur, oh, ups, haha. Ja,
Ich glaube, ich haben wir ausführlich besprochen. Er schreibt, seit dem Treffen weniger und meldet sich eigentlich nur noch, wenn es um Sexing geht. Oh, das hört sich nach richtig Spaß. Meint jedoch, der Bachelor sei sehr toll gewesen. Ja, kann ja. Also ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Er meinte auch, es sei ja viel unkomplizierter, wenn er in Zukunft einfach zu mir kommen würde. Es war von vornherein klar, dass er was Lockeres sucht. Jedoch muss ich sagen, dass ich mir unter einer Freundschaft bloß etwas anderes vorstelle und mir der Aspekt Freundschaft definitiv fehlt. Naja, eben. Also du hast dir was vorgestellt mit, aber die Freundschaft muss man erstmal aufbauen, so, ne? Also, und dazu gehört, zur Freundschaft gehören eben so Sachen wie einhalten, was man versprochen hat, ne? Und deswegen. Ja, also wenn du was haben möchtest, such das gern, aber dann such auch jemand, der erstmal beweist, vorher beweist, dass er so zu Grundregeln menschlicher Anständigkeit bereit ist, so, ne? Und sonst ist es keine Freundschaft bloß so, ne? Und auch die muss man erstmal daten, so, ne? Und ja, ich würde auch sagen, das kann man alles machen, aber man möchte schon als Mensch oder als Individuum behandelt werden und nicht wie so ein Ding irgendwie, ne? Also verstehe ich absolut, ne? Es wäre schön, wenn man auch außerhalb des Bettsport-Aspektes schöne Gespräche führen könnte. Naja, aber wenn man das alles, gut, dann wenn man bei, ja, es ist wieder diese ganzen Begrifflichkeiten, dann ist man natürlich schnell bei sowas wie so einer offenen Beziehung, wenn man das alles haben will. Warum hat man dann keine Beziehung, wenn man auch gute Gespräche führen kann? Also das könnte ich sogar noch, also das könnte ich auch in Freundschaft plus noch verstehen, wenn man jetzt sagt, ja, wir behandeln uns freundschaftlich, aber wir haben eben keine Beziehung und ja, dann ist vielleicht, würden das viele vielleicht eher Affäre nennen oder so, ne, aber ja gut, also wird schon klar, was du suchst und das ist definitiv nicht, ne? Das ist auch immer klar. Interesse am Tag zeigen können oder sich freundschaftlich kennenzulernen. Ja, also wenn du dich freundschaftlich, datingmäßig und freundschaftlich kennenlernen möchtest, dann bist du glaube ich mit solchen Typen komplett falsch auf jeden Fall, ne? Da habe ich beschlossen, ihn definitiv nicht zu mir einzuladen, der sieht es auf Dauer für mich nicht ausreicht. Batchball war zwar gut, habe jedoch gemerkt, dass ich mir danach etwas leerer vorkomme als vorher. Können wir, glaube ich, alle verstehen. Es gibt bestimmt gute Freundschaftsplus, die funktionieren können. Richtig. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es viele Männer gibt, die Freundschaftplus nur als eine Art Druckabbau benutzen und es nicht mehr um ein zwischenmenschliches Interesse geht. Ja, oder auch so Aufmerksamkeit mitnehmen und Bestätigung. Ja, klar. Irgendwie hat das nämlich nichts mit Freundschaft zu tun, wenn man sich sonst nicht meldet. Ja, wie gesagt, das würden viele eher Affären nennen oder. Würdest du mir raten, in Zukunft vielleicht auch eher Männer zu daten, die an einer ernsthaften Beziehung interessiert sind? Ich denke, ja. Also, wie gesagt, das kann ja, wenn du das gern möchtest, ich glaube gar nicht, du möchtest es gar nicht unbedingt, aber kann ja meinetwegen auch eine offene Beziehung sein oder so. Aber ich glaube, du brauchst halt jemanden, der dich auch als Mensch wertschätzt, so, ne? Absolut, ne? Es geht mir gut, ich wurde nicht verletzt, jedoch habe ich mich nicht wirklich wertschätzt gefühlt. Ja, also, wie gesagt, meinetwegen hättest du da auch viel kühler rangehen können, ne? Ja. Obwohl er nett zu mir war, wo? Also, ich meine, hätte noch viel unnetter sein können, ne? Ich verstehe es absolut, also, also da gibt es, die Skala geht noch ganz weit nach oben, die Unnetzskala, aber ich finde schon, jemand abends nach Hause zu schicken von so einem Dorf, der mal versprochen hat, dass er bei einem schlafen kann, finde ich schon, aber ich habe glaube ich ganz andere Standards als viele andere Menschen, also ich finde es krass. Vielleicht sagen andere jetzt hier in den Kommentaren, er ist so alles easy und lustig und für mich wäre das absolut, wäre für mich gestorben, hundertprozentig so, ne? Es sei denn, es wäre jetzt irgendwas. Aber was willst du da krasses jetzt ausdenken? Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwas ganz krasses vorgefallen wäre oder so. Und, aber selbst dann, also ich würde mich persönlich immer dran gehalten fühlen, so ein Wort einzuhalten. Selbst da kann man ja in anderen unterschiedlichen Räumen schlafen oder. Nee. Das heißt, es erfüllt nicht meine Standards. Klar würde man denken, was erwartest du, aber naja, man kann schon mehr erwarten als das. Aber Interesse an der Person als Mensch wäre schön. Ja, besser kann man es nicht sagen. Aber wie gesagt, dann denk gar nicht so viel drüber nach, ne? Scheiß und Dealbreaker, wirklich. Und ich würde auch mittlerweile sagen, macht diese Kurse, also gerade diese Kernkurse, würde ich euch wirklich raten, guckt die wirklich
alle paar Monate mal rein, wenn ihr die habt. Die gehen ja nicht raus aus eurem Account, ne? Oder macht den Kurs überhaupt 3, 4, 5, 10 Mal vielleicht so, dass diese Sachen wirklich sitzen, ne? Das hilft so viel, ne? Aber Interesse an der Person als Mensch wäre auch schön, auch wenn der andere etwas Lockeres haben möchte. Wahrscheinlich ist dann doch etwas Festes besser. Naja, es wird Menschen geben, aber da musst du halt deinen Kompass klar ausrichten, die unter einer Freundschaft bloß auch das Gleiche verstehen wie du. Das wird es schon geben. Vielleicht kommst du dann immer noch zum Schluss, dass es nichts für dich ist, aber es gibt bestimmt freundschaftlichere Dinge als die hier. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse. Ich habe jetzt auch die People Pleaser habe ich auch vergünstigt in die App eingestellt, die Liebeship-App, gibt es App Store, wird wahrscheinlich in Zukunft mehr drüber laufen, aber wird auch immer über die Website gehen und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.